Herzlich willkommen bei Personal Trainer in Karlsruhe. Dieses Mal mit Daniel Starsetzky. Die ersten vier Buchstaben STAR. Das werdet ihr noch erfahren, warum. Und zwar, wir arbeiten zusammen, ja, weil Personal Trainer Karlsruhe vergrößert sich, zieht sich sein Nachwuchs heran und hier steht er, Daniel. Er wird jetzt fast bei jedem Video mit dabei sein. Und zwar bei vielen Videos zum Thema Fitness, Sport. Und heute steigen wir ein mit Gymnastik zu Hause. Das heißt, wir machen heute Übungen, die ihr alle zu Hause machen könnt. Ihr müsst nicht ins Fitnessstudio, dürft ihr zu Hause machen, vor eurem Bettchen, in eurem Bettchen, was auch immer. Und das zeigen wir jetzt euch, wie es funktioniert. So, wir kommen zu der Übung Bauchmuskeln. Und zwar habe ich jetzt vorbereitet einmal eine schöne Gymnastikmatte. Besser ist es, man hat eine, dient einmal auch zum Schutz des Rückens. Auf einem harten Boden ist es nicht unbedingt angenehm. Deswegen Gymnastikmatte. Wir machen gerader Bauchmuskel. Andreas, ja? Du würde ich mal bitten zu erklären, weil ich werde jetzt gleich während der Übung nicht reden wollen, nicht reden können. Ich habe dann eine Frage. Darf ich das da oben rumklappen? Kannst du. Jetzt sehe ich auch was. Okay. Ja. Also wir fangen an, gerader Bauchmuskel. Genau, leg dich einfach hin. So, wie man sieht, liegt er schon mal ganz gut. Wir gehen mal auf die Seite. So, sehr schön. Hände seitlich an den Kopf und aufrichten. Wunderbar. So, andere Perspektive, sieht man von hier. Sehr gut. Fußspitzen noch ein bisschen anheben. So, Quadrizeps ausschalten, Hüftbeuger. So, arbeiten wir hier rein bauchmuskulär. Schöne gleichmäßige Bewegung. Die nächste Variante, Hände nach oben. Es steht ein Glas Wasser in den Händen, soll das stehen bleiben, nicht runterschmeißen. Perfekt. Und noch eine Variante. Sehr gut. Drei Varianten gibt es, wo man die Hände positionieren kann. Und schön gleichmäßig ausatmen. Vielleicht einfach mal, leg die mal hin. Ja. Zeig mal, was man nicht machen soll. Die Hände hinter den Kopf. So, das sind die Sachen, die soll man nicht machen. Nicht hier an der HWS ziehen, den Kopf nach vorne reißen, nicht mit Schwung arbeiten. Das macht keinen Sinn. Schräger Bauchmuskel, Fußspitzen hoch. Jawohl. Und los geht's. So. Da sieht man schräger Bauchmuskel. Arme bzw. die Hände übereinander legen, seitlich an den Oberschenkel und jetzt Nase anheben. Nase Richtung Mitte von den Händen und ausatmen. Genau, das ist eine Seite und dann haben wir noch eine andere Seite. Gleiches Spiel. Wieder fast runter auf Nullpunkt und wieder hoch. Und das Ganze schön gleichmäßig ausführen. Ohne Schwung und mit gleichmäßiger Atmung. Perfekt, jetzt haben wir was für einen schrägen Bauchmuskel mit Rotation. Gut, genau. Auf dem Po sitzend, Beine angewinkelt, Fußspitzen nach oben, Oberkörper leicht nach hinten. Leicht schräg nach hinten. Und jetzt eine Rotation aus dem Oberkörper. Die Füße bleiben schön auf dem Boden. Die Brustwirbel bleibt angehoben, nicht in den Rundrücken verfallen. Und schöne gleichmäßige Pendelbewegung. Somit Bauchmuskel in der Rotationsbewegung. Wer keine Gewichtsscheibe zu Hause hat, kann entweder die Mutti nehmen oder natürlich auch eine Flasche Wasser zum Beispiel. Das geht genauso, haben wir auch einen Widerstand und die Bewegung bleibt letztendlich die gleiche. Jetzt haben wir was für den unteren Bauchmuskel, Grundstellung. Rücken auf den Boden, Arme seitlich am Körper entlang, Handflächen nach unten, Oberschenkel senkrecht, Unterschenkel waagerecht, Fußspitzen angezogen und jetzt nur das Becken anheben. Genau hingucken, hier wird nur das Becken angehoben und so wenig wie möglich Druck auf den Schultergürtel aufbauen, die Hände nicht benutzen zum Abstützen, nur locker auflegen und diese kurze Bewegung ist die Bewegung, was der untere Bauchmuskel allein hinbekommt, beziehungsweise der gesamte Beckenboden, aber der untere Bauchmuskel ist hier am Arbeiten. Wollen wir von der Position. So, und nur nochmal, da sieht man es, das Becken anheben und so wenig wie möglich die Knie Richtung Nase ziehen, die Knie senkrecht nach oben. Perfekt. Nächste Bauchmuskelübung für den unteren Bauchmuskel auch mal wieder was. Und zwar hier mit gestreckten Beinen. Schön nach oben, dann langsam runter, kurz bevor wir unten auf dem Boden sind. Wieder nach oben. Der Daniel hat die Hände unter dem Po. Und fixiert sich so mit die Lendenwirbelsäule und achtet darauf, dass er natürlich nicht ins Hohlkreuz fällt, dass ihm nicht das Becken nach vorne kippt. Das heißt, man muss es natürlich absichern muskulär und deswegen das Ganze wird ohne Schwung ausgeführt.
Und da haben wir natürlich auch den unteren Bauchmuskel mit dabei und natürlich auch ein Stück weit den Hüftbeuger, ist natürlich auch mit dabei. Aber auch eine tolle Übung für unseren Bauchmuskel. Wir kommen jetzt zum Surmann. Der Surmann ist eine Übung, wie man hier sehen kann natürlich, für einmal Po-Muskulatur, Rückenstreckmuskulatur, Schultergürtel ist natürlich auch mit dabei, ganz klar. Somit natürlich eine Übung, die eine Vielzahl von Muskelgruppen anspricht. Wichtig ist, rechter Arm nach vorne, in diesem Fall linkes Bein und das linke Knie und der rechte Ellbogen treffen sich unterhalb des Bauchnabels, sagen Hallo und strecken sich schön lang. Wichtig ist, dass ihr euch schön lang macht und mit dem Fersen nach hinten drückt. Einmal wechseln bitte die andere Seite. Jawohl, und die andere Seite. Ellbogen, Knietreffpunkt am Bauchnabel und strecken und die Handfläche drehen. Nochmal genau zeigen. Hier die Handfläche drehen. Nach innen einrotieren, Ellbogen, Knie und strecken. Wir kommen zum Schwimmen. Trocken schwimmen, Kopf nach unten, Nase zeigt nach unten, weniger Stress auf der Halswirbelsäule. Genau. Und jetzt bleiben hinten die Fußspitzen auf dem Boden, der Po ist angespannt. Jawohl, jetzt ist Spannung drauf, somit haben wir schön unten fixiert. Und jetzt machen wir eine Schwimmbewegung. Oder natürlich auch, man könnte sich auch vorstellen, man hat vorne in der Streckphase, ganz vorne nochmal vorstrecken, man hält da was fest und zieht seitlich an den Körper. Rückenmuskulatur und Schultergürtelmuskulatur. Nochmal von einer Perspektive. Genau, Strecke nach vorne festhalten, jetzt ziehen. Sehr schön, ungefähr bis die Hände auf Schulterhöhe sind. Perfekte Schultergürtelmuskulaturübung. Oben und unten, Po-Muskel muss angespannt sein und der Rückenstrecker ist natürlich auch unter Arbeit bzw. unter Stress, unter positiven Stress. So bin ich aber eine tolle Übung für viele Muskelgruppen. Seitstütze, sehr gut. Wichtig, der Stützarm zeigt senkrecht nach unten. Die Hand im Winkel nach vorne. Der Körper ist in einer gestreckten, schönen, geraden Position. Der andere Arm, der oben liegt, der darf da liegen bleiben. Kann man auch seitlich am Oberschenkel drauflegen. Das ist völlig wurscht. So, jetzt gehen wir mit der Hüfte runter. Berühren kurz den Boden und gehen wir nach oben. Bis zur Streckung des Körpers. Schöne Linie, jawohl. Und unter Belastung ausatmen. Nochmal und ausatmen. Schöne, gleichmäßige Bewegung. Kleine Bewegung, ruhige Bewegung. Wem es zu schwer ist, der kann sich mit der oberen Hand vorm Körper abstützen und kann dann ein bisschen mithelfen. Nach ein paar Wochen ist das nicht mehr nötig, da ist man stark genug. Da kann man sie auflegen. Seitstütze, natürlich einmal rechts, einmal links müssen wir nicht vorführen. Das ist euch klar, beide Seiten müssen wir machen. Kommen wir zur Plank. Genau das ist die Plank. Schöne Körperstreckung, Kopf nach unten. Der Weltrekord liegt bei über 5 Stunden eines 54-jährigen Mannes. Also Daniel. Ja, 5 Sekunden. 5 Stunden. Okay. 5 Stunden. Ich gehe jetzt mal einen Kaffee trinken, ich komme wieder. Ja, auf jeden Fall Plank. Folgendermaßen, die Ellbogen sind auf dem Boden. Oberarme, beziehungsweise Oberarm zeigt senkrecht nach unten. Rücken ist ganz gerade, Po anspannen. Rücken anspannen, Kopf gerade lassen und das Ganze halten. Und zwar zwischen 30... 40, 50, 60, vielleicht auch 70, vielleicht auch 2 Minuten. Auf jeden Fall, solange ihr könnt. Ihr könnt einen Wettbewerb draus machen, anfänglich 10 Sekunden, nächster Tag 15, dann 20, dann 30, dann 40, dann 50, dann 60 und immer so weiter. Plank für viele Muskelgruppen, wie hier natürlich, komplette Muskulatur am ganzen Oberkörper, Po-Muskulatur, Beinmuskulatur, Bauchmuskulatur, alles mit dabei. Und somit eigentlich sehr effektiv. Weiter geht's mit der Liegestütze. Und zwar für Daniel die Damenliegestütze. Alles andere wäre zu schwer. Genau. Einfach die Knie anwinkeln. Da hat man jetzt verschiedene Standbreiten im Bereich der Hände. Das ist jetzt eine, die ist natürlich eine Mischung zwischen eng und zwischen weit. Geht natürlich, das heißt eine Weite, die ein bisschen mehr auf die Brustmuskulatur geht, natürlich auch ein bisschen schwieriger ist. Das wäre die enge Variante, die mehr Trizeplastik ist, mehr der Trizep arbeitet. Ist natürlich eine Übung, wo Schultermuskulatur, Brustmuskulatur und Trizepmuskulatur arbeitet. Natürlich auch schon die Rücken. Jetzt für die Männer, natürlich die es können, die schon länger dabei sind. Die Liegestütze, breite Variante. Unten kurz anhalten, zack und raus in die kontrollierte Streckung. Und jetzt die enge Variante für den Trizep. Genau.
Da gehen wir jetzt noch ein bisschen näher ran, dass wir eine andere Perspektive haben. Das ist die enge Variante und dann nochmal die weite Variante. Jetzt haben wir die Hände natürlich wesentlich weiter. Das werden wir nicht stützen. Kommen wir zu der Kniebeuge. Ja, eins der beliebtesten Übungen überhaupt. In den Fitnessstudios wird sie immer beliebter und auch zu Hause wird sie beliebter. Das ist die Basic-Kniebeuge. Da haben wir vielleicht noch ein bisschen schmäleren Stand. Kleines bisschen schmäler. So die schulterweite Variante. Die Fußspitzen leicht nach außen rotiert, 15 Grad. Genau. Ganz wichtig, gleichmäßige Bewegung. Abwärts, Stopp und raus. Ihr dürft auf jeden Fall bis zur waagerechte runter. Ihr dürft auch ein bisschen tiefer, solange es eure Hüft- und eure Fußgelenksmobilität zulässt. Immer dann, wenn ihr nach oben geht. Schön kräftig ausatmen. Schauen wir uns das mal von einer Perspektive an, von der Seite. So, Rücken schön gerade. Runter bis zur waagerechten, auch noch ein bisschen tiefer. Ja. Wer es kann, darf tiefer, jawohl. Nochmal nach oben. Sehr gut, nochmal runter. Gut. Wichtig ist dann natürlich, was jetzt bei mir verfälschen würde, deswegen komme ich nicht weiter runter, ist dann die Geschichte. Genau, nicht rund machen. Nur so weit. Wie jeder kann. Wie es die Mobilität zulässt. Sehr gut. Und ganz wichtig nochmal. Nochmal bitte. Unten die Füße, fester Stand auf dem Boden. Nicht mit den Knien nach innen kippen und nach oben. Gut. Dann kommen wir zur zweiten Variante. Das ist die Sumo-Kniebeuge. Wie der Sumo-Ringer. Von der Schulterweiten in die Sumo-Stellung. Fußspitzen ein bisschen mehr nach außen rotieren, fast 45 Grad. Sonst bleibt die Stellung die gleiche. Runter bis zur waagerechten und nach oben ausatmen. Durch diese breite Stellung haben wir natürlich mehr den hinteren Oberschenkel mit dabei, der natürlich auch eine größere Vordehnung aufweist. Wir haben mehr den Po dabei und somit eine schöne Variante der Kniebeuge. Auch wieder auf die Füße achten, nochmal seitliche Perspektive. Den Rücken schön gerade, Brust raus und runter zur waagerechten Sumo-Kniebeuge. Für all diejenigen, die mit der Kniebeuge sich noch nicht anfreunden können, das ist die Skihocke. So, und bei der Skihocke wird natürlich auch die Muskulatur genau bei der Kniebeuge belastet. Da kann man den Rücken schön anlegen, die Füße unfest auf dem Boden. Am besten natürlich sichtbar ein rechter Winkel zwischen Unterschenkel, zwischen Oberschenkel. Da darf man mit der Unterschenkel noch ein bisschen weiter raus. Ja. Sehr schön. So, und jetzt schön halten, Schultergürtel dagegen. Genau, das ist die Skihocke. Aber ich kann euch sagen, nach 60 Sekunden tut ihr auch weh. Der liebe Ausfallschritt, ihr lieben Damen, wer einen knackigen Po haben möchte, aber auch ihr Männer, der Ausfallschritt ist eine perfekte Übung dafür. Das ist nichts anderes wie eine Kniebeuge in Schrittstellung. Wichtig ist, dass ihr vorne das Kniegelenk nicht zu weit über die Fußspitze rausschiebt. Das heißt, dass ihr im Oberkörper gerade nach unten geht, somit bleibt auch das Knie einigermaßen in Position. Runtergehen, bis das hintere Bein fast am Boden ist und kurz anhalb wieder raus. Und das Ganze mit beiden Beinen nach oben drücken, so haben wir eine schöne Po-Spannung. Genau, und nach oben beide Beine führen. Und nach oben Po anspannen. Perfekt. Rücken gerade. Andere Perspektive mal. So. Auch wichtig, dass er ungefähr in der Hüftbreitenstellung steht. Das heißt, er stabil. Nicht zu eng stehen, sondern fangt er nur an zu wackeln. Solltet ihr wackeln, dann fixiert ihr einfach am besten mit dem Gesicht, mit den Augen einen Punkt an der Wand. Bleibt an dem Punkt. Und dann seid ihr auch in der Bewegung sicher und könnt einen guten Ausfallschritt ausführen. Jetzt kommen wir zu einer spannenden Übung. Ich nenne sie mal Bergsteigen. Yes! So, ihr seht natürlich sehr dynamisch das Ganze. Vielleicht nicht unbedingt die beste Übung für einen Neueinsteiger, aber auf 3-4 Wiederholungen kann der auch machen. Sich langsam daran gewöhnen. Sehr dynamisch natürlich. Oberschenkelmuskulatur, Po-Muskulatur, oben statisch die Schultergürtelmuskulatur, Trizeps, Schulter. Eigentlich alles mit dabei. Nächste Übung sieht gemütlich aus, aber ich kann euch garantieren, die brennt ohne Ende und zwar, wo brennt sie? Am Butt. Yes, auch wieder eine Butt-Übung. Was heißt Butt? Für alle nicht englischsprachigen Fans, das ist der Popo. So,
Nach oben ungefähr 45 Grad und bitte nicht zu schwunghaft ausführen. Nur so weit abspreizen nach oben, wie es die Mobilität zulässt. Und wichtig ist natürlich auch eine andere Perspektive, dass ihr mit dem Körper auf der Seite liegt und eventuell tendenziell sogar ganz leicht nach vorne neigt. Jawohl, jetzt habt ihr schön den Po drin. Den Po und natürlich den seitlichen Oberschenkel außen, der muss mitarbeiten. Die Innenschenkel müssen stabilisieren. Das ist natürlich auch eine tolle Übung für die Beine und für den Po. Wir kommen zum Beckenheben. Daniel, am Beckenheben, jetzt haben wir noch ein paar Schmerzen von der letzten Übung. So, das ist Beckenheben. Und zwar mit beiden Beinen bis zur Körperstrecke nach oben, langsam runter. Kurz bevor der Po auf dem Boden ist, wieder nach oben und Po entspannen. Wichtig ist immer auch, Druck auf den Fersen an den Füßen und den Po entspannen und unter Belastung ausatmen. Das ist die beidbeinige Variante für die Einsteiger. Solltet ihr keine Einsteiger mehr sein, dann dürft ihr auch gerne die einbeinige Variante nutzen. So, nochmal runter, beziehungsweise nicht runter, sondern wenn du das Bein streckst, streck das Bein. Jetzt mit gestreckten Beinen nach unten. Ich wollte es wieder einfach machen. Ja, du wolltest einfach machen, so geht's nicht. So, raus mit dir. Genau. Und versuchen, das Bein in der Parallele im anderen Bein zu halten. Yes, das ist natürlich viel schwieriger auf einem Bein. So wird eigentlich nur eine Seite genutzt maximal. Doppelte Last. Mal Beine wechseln bitte. Und das Ganze auf der anderen Seite. Und Becken nach oben und ausatmen. Tolle Po-Übung. Beinbeuger ist natürlich auch mit dabei und der Rückenstrecker. Die nächste Übung ist in der sogenannten Hundestellung. Bitte, jawohl. Und zwar Unterschenkel noch ein bisschen näher zum Po. Der Unterschenkel, Fersen ein bisschen mehr anziehen. Fersen ein bisschen mehr anziehen zum Körper noch. Noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Ja, so sind wir. Ah, jetzt passt. Deswegen ist ein Spiegel gar nicht so schlecht, aber den hat man nicht zu Hause. Da muss man mit Körpergefühl arbeiten. So, und jetzt ist ganz wichtig, dass die kurze Bewegung, seht ihr das? Der Fersen schiebt nach oben zur Decke und drückt einen Gegenstand, einen sogenannten imaginären Gegenstand zur Decke. Wenn man keinen Spiegel hat, dann ist man auf sein Körpergefühl angewiesen. Und kurze Bewegung und so wenig wie möglich Bewegung, ich gehe mal ganz nah dran, so wenig wie möglich Bewegung in der Lendenwirbelsäule, sondern noch eine größere Amplitude im Knie, das Knie fast runter bis auf den Boden. Und jetzt nach oben schieben, mit dem Fersen zur Decke. Nochmal. Jetzt kommt Mr. T und biegt das mal ganz leicht. Und bleibt mal so. Bleibt mal so. So, jetzt guck mal in den Spiegel. Siehst du das? Yes, jetzt hat er's. Genau. Das ist gar nicht so einfach. Kann ich euch sagen. Eine gute Übung. Beinbeuge ist mit von der Partie. Und der Butt. Wieder mal der Butt. Der Butt ist immer im Spiel. Warum? Weil der Butt wichtig ist. Da sitzen wir drauf. Und der Butt hat auch eine andere Funktion. Und zwar die Funktion zur regelmäßigen Fortpflanzung. Weil der Butt so wichtig ist und weil der Butt so eine tolle Funktion hat, das heißt, wir sitzen den ganzen Tag auf unserem Allerwertesten. So wird er nicht gebraucht, müssen wir uns auch darum kümmern im Sport und deswegen sind wir jetzt bei der nächsten Übung und die Übung hat einen Namen. Die Übung heißt der pissende Hund. So, ihr seht, was er macht. Er pisst nicht, sondern er ist auch kein Hund, sondern Knie seitlich anheben. Yes, oben kurz halten. Und ihr seht, er ist genau mit dem Knie im Radiusbereich des anderen Knies. Gleiche Linienführung, nicht absetzen, nach oben und die Po-Muskulatur anspannen. Meine Damen und Herren, eine Buttübung für den Butt. Geht natürlich nicht nur auf einer Seite, sondern auch auf der anderen Seite. Genau. So, wir kommen jetzt zu einer Übung, die nenne ich persönlich der Albatros, warum auch immer. Er wird einfach Albatros genannt und was machen wir hier? Er ist natürlich in der Körper in der Vorbeuge, er muss den Oberkörper absichern über den Rückenstrecker, der Back muss ein bisschen mitarbeiten, aber der Rückenstrecker arbeitet hier und durch die Unruhe in den Armen müssen wir hier natürlich mit der kompletten Rückenmuskulatur arbeiten, auch tiefliegende Rückenmuskelgruppen müssen hier mitarbeiten. Albatros für einen gesunden Rücken. Mal von hinten, mal von einer anderen Perspektive. Genau, fast mit den Fußspitzen abheben, das Körpergewicht so weit nach vorne verlagern, dass wir eben über muskuläre Arbeit diese Haltung absichern müssen. So, wir sind am Ende, sieht man es in meiner Gesichtsfarbe.
war sehr, sehr anstrengend. Zum Schluss möchte ich noch kurz was sagen zum Thema Aufwärmen. Ein wichtiger Punkt zum Aufwärmen. Wir haben Hampelmann gezeigt. Man könnte jetzt auch zum Beispiel noch Sprungseil mit reinnehmen, solche Geschichten. Oder wie man hier im Eck sehen kann, auch den Ergometer zum Aufwärmen. Seilspringen. Alles mögliche. Mini-Trampolin. Ganz genau, richtig. Auch Mini-Trampolin, also auch Möglichkeiten, die ich zu Hause machen kann, dass ich nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen muss. Deswegen haben wir das Ganze auch gezeigt. Das zum Thema Aufwärmen. Zwischen den Übungen würde es sich dann auch noch anbieten, zwischen den unterschiedlichen Sachen, die wir jetzt gemacht haben, für den Bauch oder auch für den Po, zwischendurch so Ergometer-Geschichte einzubauen oder das Seilspringen, das in den Übungen zwischen reinbauen. Das heißt ganz einfach, Daniel, zwei Übungen. Oder drei. Egal. A 12, 15, 20 Wiederholungen. Genau. Dann einstreuen, 3, 4, 5 Minuten auf der Stelle hüpfen oder Seilspringen. Oder Fahrradfahren. Genau. Wieder 2, 3 Übungen. Seilspringen, hüpfen, was auch immer. Das gibt ordentlich Puls nach oben. Genau. Durchschnittspuls wird erhöht. Geile Sache für die Fettverbrennung. Ganz genau. So, das war's jetzt. Jetzt habe ich euch mal ein bisschen was zum Thema Home Fitness gezeigt, was ihr zu Hause machen könnt, ohne Geräte. Es gibt verschiedene Varianten, was diese Trainingsart anbetrifft. Das heißt, man kann natürlich, klar, man sollte nicht, man kann Warm-up, wie wir vorher gemacht haben, hüpfen auf der Stelle oder da hinten in der Ecke steht ein Ergometer. Kann man auf dem Ergometer machen, wenn man einen hat. Man kann Seil springen, man kann Hampelmänner machen. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten oder auch ein Trampolin, ein kleines Mini-Trampolin nutzen, geht auch. Aufwärmen, lokales Aufwärmen, dann fange ich an, mache zum Beispiel 2 Übungen und dann streue ich immer wieder diese Ausdauereinheiten ein, dass ich zum Beispiel nach 2 Übungen oder auch nach 3 Übungen eine gewisse Wiederholungszahl von 12, 15 bis 20 Wiederholungen gehe ich auf den Ergometer. 2, 3, 4, 5 Minuten, je nach Leistungsstand. Dann mache ich wieder 2, 3 Übungen, dann springe ich zum Beispiel mit dem Seil, dann mache ich wieder 2, 3 Übungen, dann hüpfe ich auf der Stelle. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, um dieses Trainingsprogramm abzurunden. Und natürlich effektiv fit zu werden, Nummer 1. Und noch wichtiger, genau, Körperfett abzubauen. Yes, das kann ich mit dieser Art von Training, indem ich immer schön diese Krafttrainingsübung kombiniere mit Ausdauereinheiten. Dann schaffe ich es, einen höheren Durchschnittspuls zu erreichen und das sorgt dafür, dass wir unser Fett loswerden. Das war's, ja, oder? Richtig. Das war's zum Thema Home Fitness. Demnächst gibt's mehr. Mit noch ein paar Varianten, weil es gibt noch so kleine Hanteln dazu, es gibt Deuserbänder, gibt noch ganz viel günstiges Material für wenig Geld. Und so kann ich mein Hammer-Fitness-Training auch zu Hause machen. Bis dahin, ihr Lieben. Macht's gut. Bis bald. Personal Trainer aus Karlsruhe. Daniel Schasetzki. Mr. T. Yes. Es hat euch jetzt gefallen? Dann dürft ihr jetzt einfach meinen Kanal abonnieren. Und ihr bekommt regelmäßig die neuesten Infos.